I need a Uber. So, ich bin angekommen. Back in East Beach, na, was ist denn das, die Halle? I said we're going to see what's going on, bro. What's happening? Boah, was eine Tour. Damn. Ah, Vlog auf Easy. Was geht ab? Was ist fresh? Oh my God. Warte, mach nochmal. Yes, sir. Okay. Alles klar, Bro. Hast du gut angekommen? Ja, so bitte. Das heißt vier. So, ich zeig euch ganz kurz, was die hier haben. Hier, keine Ahnung, ich glaube, das ist vegan. Oh no, bro. Und das, wow, keine Ahnung, ja. Hier so. So. So, Reis einmal leer. Alle. Damn. Und hier Suppe, glaube ich, ja. Yeah. Hier so ein bisschen Gemüse, ein bisschen auch gesund, you know what I'm saying? Irgendwie jedes Mal dasselbe, ich verlaufe mich die ganze Zeit. Erzähl, bro. Was denkst du? Also, Bruder, ich denke, heute wird auf jeden Fall sehr, sehr krass. Ey, guck mal, wir haben 15 Uhr. Da sind schon Leute, so. Damn. Ich bin auf jeden Fall schon Leute. Ja, Mann. Wir sind hier in Frankfurt City. Ist auf jeden Fall ausverkauft. 4.700 Menschen. Damn. Ich glaube, heute wird's abgehen. For real, for real. Ich glaube, wir knacken noch die 5.000. Auf jeden Fall. Zeig mal einmal noch hier, Bruder. Ey, ei, ei. Come on. Langsam. Come on. Guck mal, der. Langsam. Ja. Bevor ich doch was saftiges essen täusche, you know what I'm saying? Damn, ich sag euch gleich, wie es abgeht. 3, 2, 1. Fertig, sagst du. Katastrophe. So, Jungs, erzählt mal, wie es heute war. War super. Ja? Ich erkenne den Schwarzen. Was denkst du, wer der Schwarze ist? Wer der Weiße ist? Ich geh mit dir. Du gehst mit mir? Der mit JD, gell? 100%, wir werden am Ende sehen. Aber was denkst du? Der ist lila. Den lila? Ja. Du, Bruder? Echt? Damn. Ah, wir werden gleich sehen, Mann. Der, Bruder, den hast du gesagt. Yeah. Der ist weiß, guck mal seinen Nacken. Der ist weiß, gell? Ich weiß nicht. Bruder, was hab ich dir gesagt? Was hab ich dir gesagt, Bruder? Deo! Alter! Ich hab's doch gesagt, hab ich nicht gesagt? Guck, ich hab euch gesagt, Bruder, der ist weiß. Hab ich nicht gesagt? Damn! Ein fresher Algerier, hab ich nicht gesagt? Ja, das ist einfach auseinandergenommen. Zweiter Tag! Was ist gerade? Wir sind jetzt angekommen in Hamburg. Yes, sir. Erstmal frühstücken. Und dann geht's los. Yes, sir, ich geh. Bruder, wir sind hier, Hamburg City, Edge-Edge-Time. Was wird heute? Denkst du, es wird full sein? Heute full aus, heute wieder ausverkauft, genauso wie gestern in Hamburg auf jeden Fall. Frankfurt, sage ich, sorry. Aha. Ja, heute wird sehr krass auf jeden Fall. Ich bin gespannt, aber später gibt es auf jeden Fall mehr. Easy. Das sind meine Mitarbeiter. Kartoffeln, Ei. Reis. Champignons. Champignons? Ja. Ei. So, wir haben einmal hier Jeezy versus Omar Rabah. Let's go. Oh shit. Oh, Jeezy, ey. Das kommt 100% rein, Bruder. 100%. Ach so, wegen Schwur, Bruder. Ich verstehe. Was sagen Sie zum Kampf? Ganz schnell. Bruder, nichts verstanden. Was sagen Sie zum Kampf? Bruder, der hatte Glück, weißt du, was ich meine? Nur Schuhe. Ich bin so dick, dann werde ich ausgerutscht. Weißt du, was ich meine? Du brauchst so Schuhe. So Tourschuhe? Guck, wie die aussehen.
Bruder, der ist so rich, dass er seine Louis Vuittons kaputt machen kann. 70 Euro zahlt Amat. Sag das doch nicht, Bruder. Bruder, ich sag mit Herz sogar. Ich niemals. Gib mir 3 Milliarden Euro. Ich würde keine originale Louis Vuitton kaufen. Ich krieg genau das gleiche für 70 Euro. Also. Was sagen Sie dazu? Bruder, der Fake-Trick. Warte, würdest du das machen? Wenn du 3 Milliarden Euro hast, Digga, würdest du Fake-Schuhe tragen? Also, Bruder, nein, Mann. Boah, jetzt okay, Bruder. Nebeneinander, besser so. Soll ich dir mal was sagen? Das Ding ist, also Louis Vuitton würde ich mir sowieso nicht holen. So, ich weiß nicht. Ja, okay, aber soll ich dir mal was sagen? Mhm. Weißt du, wo Philipp Plein original produziert wird? Safe in China oder so, Bro? In Istanbul, Bruder. Istanbul, damn. So, und weißt du, dass es in der gleichen Fabrik produziert wird, wie die originalen Klamotten? Nein, Bruder. Ja. Siehst du mal, was für eine Verarsche, Bruder? Damn, ihr habt gehört. Ab jetzt nur Fake, let's go. Aber bald wird Jeezy, ich sag euch, mit Ansage, noch ein Stylist von meinem Rapper. Fertig. Puh! Ein YouTuber kommt zu ihm. Ey, du hast beste Style, du hast kranke Style. Ein Rapper. Sollen wir sagen, wer? Ganz kurz. Rapper Monet kommt zu ihm. Ey, du hast krasseste Style, du hast krasses Style. Und der YouTuber ist? Ja, Bruder Leo Machin. Yeah. Bruder, ich sag zu ihm, sag zu den Leuten, komm, ich style euch. Hat's nicht gemacht, aber ich hoffe in Zukunft. Bitte das machen. Inshallah, Ja. Day 2, wir sind ready. My outfit of the day. Hi, Shane. You know what I'm saying? Erstmal meine Kette holen, weil ich hab meine Kette vergessen. Und danach kommt die Station. Let's go. Damn! Einfach rausgekommen. God damn, bro. Was macht der da? Bruder, was macht der da? Oh my day! Das war nicht lustig, das war nicht lustig. Auf jeden Fall, gleich geht's ins Hotel. Bei denen geht's weiter nach Zürich, aber ich bleib hier. So, guys, Tour für mich jetzt Ende. Die anderen fahren jetzt nach Zürich, aber ich nicht. Boah, ich hab noch. Ihr wisst, ja, ich habe keine Zeit. So, you know. Nein, Spaß. Auf jeden Fall schöne Grüße an alle. Dadan, Bruder, bester Mann. Ari, Bruder. Bruder, wenn du das Video siehst, Bruder, schöne Grüße auf jeden Fall. Ich gehe jetzt zum Taxi. Boom. Dann fahre ich ins Hotel. Und morgen früh fahre ich dann wieder nach Hause. Damn, das ist sogar mein Taxi, ja. Einfach Tesla-Taxi. Was geht in Hamburg ab, though? Oder hier, Bruder, was geht da ab? Einfach Häuser am Wasser. God damn, Bro. Hallo. Hi. Taxi, yes, sir. Ja, ja, ja. Okay. Dankeschön, Bruder. Bruder, wir machen das. In Hamburg, Taxi ist einfach Tesla. Hamburg hat alles. Echt? Auch Lamborghini? Lamborghini weiß ich nicht, aber... Tesla haben die sehr viele. Stark, stark. So ein Cockpit. Ja, ja, ja. Das fällt komplett weg. Das heißt, sie haben nur einen riesen Bildschirm. Und du kannst mit dem quasi dann alles, also selbst die Geschwindigkeit ist hier. Ah, das Heizung, ist alles. Heizung musst du hier alles machen. Crazy. Die haben einen eigenen... Ich habe gehört, man kann da Spiele spielen und sowas. Ja, ja, Spiele spielen. Boah, das ist geil. Ich habe so Mario Kart gesehen. Ja, ja, sowas auch, genau, ja. Geil. Ich bin jetzt im Hotel, endlich gefunden nach 3 Jahren, Allah. Egal, ich habe jetzt alles hier, Schlüssel, vierter Stock, wenn mich besuchen kommen, kann mich besuchen. Ich weiß, wie sein will ich das alle. Man denkt, ich bin einfach in Paris oder so, Allah, what the fuck is going on right there? So, damn. So, das... Warte mal, Shanta. Bruder. Hä, hey, what the fuck? Bruder. I. Was ist das? Bruder, ich geh mal ganz schnell wieder runter, Alter. Wir wollen die verarschen, Bruder. 404? Und dann einfach so ein Alarmscheiß, Alter. Wir wollen die verarschen, Bruder. Show, ich werde heute nicht beraubt oder so, ja? Auf jeden Fall, das ist das Zimmer. So ein bisschen diese Bad Girl Mia heute alleine. Scheiß mal drauf. Aber, boah, jetzt habe ich ein bisschen Panik, Alter. Also, was heißt Panik? Ey, ich bin Big Man. Aber, Bruder, das, diese Fehler und so, ich weiß nicht. Am Ende berauben die mich heute noch, Alter. Was ist das? Ja, morgen, ganz sicher. Good morning, Hamburg City. Boah, gestern
Gestern war Film, sag ich euch ehrlich, ich hatte schon ein bisschen Panik, alle, dass irgendjemand noch reingeht oder so. Weil dieses Hotel war ein bisschen weird einfach. So, war eigentlich so stabil, so, alles war da. Aber hell nah. Nicht mal Frühstück habe ich gefrühstückt dort, weil am Ende haben die irgendwelche Gift reingemacht oder so. Ich hatte schon Bock sogar, mich umzuziehen, gell? Ich habe mich komplett ausgezogen, habe geschlafen, aufgestanden, wieder dasselbe angezogen, weil ich hatte gar keinen Bock, meinen Koffer rauszuholen. Und dann habe ich mich angezogen, direkt raus im Zug, ey. Weil diese Filme, hell nah, bro. So, jetzt gehe ich zum Zug. Zum Glück ist dieses Hotel sogar in der Nähe vom Bahnhof. Und dann gehst du direkt nach Hause. So, das ist Hamburg City. Na, hey. So, ich bin jetzt endlich im Zug. Wieder zu spät, alle. Ich musste so essen, gell, weil 6 Stunden Fahrt und so. Boah, ich bin essen, ich komme vor. Auf einmal 3 Minuten zu fahren. Ich musste so halt rennen, gell. Und also die in Hamburg wohnen, kennen Hamburg. Fuli. Du musst dich halt so absagen. Aber natürlich, dieses hier verpasst nichts. Yes, sir. Jetzt 6 Stunden Fahrt. Mal gucken, was ich mache. Ich werde mich dann machen. Let's go. Hallo. So, endlich in Frankfurt City. Gleich nehme ich dann den Zug nach Hause und dann. Boah, ich freue mich schon auf mein Bett, ehrlich. Ich bin so fett schlafen, gell. Damn. Frankfurt City, I'm back in that bitch. Das ist mein Zug. Endlich nach Hause. So, auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Wenn ihr wollt, dass ich euch öfters bei sowas mitnehme, schreibt in die Kommentare. Ballert Kommentare voll. Dann mache ich noch mal so einen Vlog, you know what I'm saying? Ja, yeah, auf jeden Fall war eine krasse Erfahrung, Tapeshit, you know what I'm saying? Und wenn ihr wollt, dass ich öfters sowas drehe, also öfters euch mitnehme bei sowas, schreibt in die Kommentare. Lasst gerne ein Like, Abo, Kommentar, alles da. Und dann könnt ihr wieder gehen. Hi, peace out, ciao, ciao. Okay, bye. I'm just a kid who's born each day.